heute habe ich mal einen ganz anderen Kalender. Und zwar den Rotbäckchen-Saftkalender. Wie findet ihr das? Ich habe mir nämlich gedacht, ich werde meinem Mann dieses Jahr mal eine andere Freude machen und ihm diesen Kalender hier schenken, weil diese Schokoladenkalender, die schafft er schon nicht. Und sonst habe ich ihm dann immer mal was selber gemacht und da hat er dann aber die Produkte auch immer nicht verwendet. Und diesen Kalender hier, den wollen wir dieses Jahr mal unboxen. Und das Lustige ist ja, dass das ist wie so ein, kennt ihr diese Schiebespiele, wo man dann am Ende so ein Bild rauskriegt? Und ich denke, wenn man das in die richtige Reihenfolge bringt, dann wird es wahrscheinlich ein Bild ergeben. Das ist ja lustig. Ah, und jetzt, oh, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Jetzt schauen wir mal an, was sich da drin verbirgt. Jetzt hatte ich doch wirklich das erste Mal meine 256 GB voll. aber so könnt ihr mal sehen, warum ich so ein teures iPhone mir gekauft habe. So, ich habe jetzt natürlich schon die ersten 2, 4, 6, 7 Türchen ausgepackt. Habe ich natürlich dann erst gemerkt. Zeige euch jetzt aber einfach trotzdem, was da drin war. Also, da ich es eh random auspacke, ist es sowieso egal. Ich weiß also noch nicht mal, hinter welcher Nummer was gesteckt hat. Also, wir haben hier mittlerweile schon 3-mal den Saft Immunstark gehabt. Der ist mit Zink und Vitamin C zur Unterstützung des Immunsystems. Und das ist ein Saft aus rotem Trauben, Apfel, Aronia, Holundersaft, Erzolamat, Vitamin C und Zinkgluconat. Hier sind jeweils 125 Milliliter drin. Und ich glaube, das sind auch originale Größen, die man auch so kaufen kann. Werde ich auf jeden Fall nachforschen. Das Witzige ist, ich glaube, ich habe wirklich selber noch nie Rotbäckchensaft gekauft, getrunken. Keine Ahnung. Dann haben wir noch einen Lernstark-Saft drin gehabt. 2-mal. Und zwar ist hier drin Eisen zur Unterstützung der Konzentrationsfähigkeit. Der Saft ist gemacht aus weißen Trauben, Apfelsaft, Erdbeermark. Lecker. Aronia, Holunder, Heidelbeersaft, Eisengluconat, Vitamin B1, 2, 6 und 12, Niacin, Pantothenat und Biotin. Lecker. Tagesportionen deckt die Referenzmenge an Eisen zu 19%. Also ihr müsst da schon 5 Stück von trinken. Weiterhin haben wir bisher 1-mal Pausenstark drin gehabt. Pausenstark mit Vitamin C für eine leckere und gesunde Pause. Wurde gemacht aus Apfel, weißen Trauben, Ananas, Bananenmark, Orangensaft, Acerolamark, Mangomark, oh lecker, Passionsfruchtsaft und alles aus kontrolliert biologischem Anbau. Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker Zuckerbäcker. Schmeckt bestimmt gut. Und diese Portion hier deckt ca. 31% des Vitamin C-Bedarfs eines Tages. Und wir haben dann noch einmal das Original. Ich glaube, noch nicht mal das Original habe ich jemals getrunken. Ein Klassiker seit 1952 mit Eisen zur Blutbildung. Der wird gemacht aus roten Trauben, Apfel, weißen Trauben, Orangensaft, Acerolamark, Brombeerkirschsaft, Brombeer- und Kirschsaft, Honig und Eisengluconat. Okay, ich glaube übrigens, dieser Kalender ist perfekt geeignet, um vor allem den auch Kindern zu schenken. Denn die Vorweihnachtszeit, die ist ja eh immer so vollgepackt mit Schokolade und sonstigen Süßigkeiten. Und so ein gesunder Saft, hier noch übrigens einmal original, ist doch wirklich perfekt dann für Kinder, um einfach ein bisschen was Gesundes. Ich trinke übrigens, wenn ich Säfte trinke, immer Schorle. Also ein Wassergemisch. Und zwar mache ich meistens, wenn ich jetzt, sagen wir mal, so ein Glas habe, mache ich meistens so viel Saft rein und den Rest fülle ich auf mit Wasser, weil mir ist es sonst zu süß und zu doll einfach. Und so hat man auch wirklich lange was von dem Saft. Weiterhin, ach, sehr süß, einen schönen Nikolaustag. Ja gut, jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, in welchem das drin war. Das ist eine Sonderedition aus Meerfrucht. Genau, so wie immer. Einen schönen Nikolaustag, bla 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 bla. Ist gemacht aus roten Trauben, Apfelsaft, Acerolamark, Holundersaft, Hagebuttenmark und das alles aus biologischem Anbau. Mit viel Vitamin C. Deckt den Vitamin C-Bedarf bis zu 63%. Wow. Hier haben wir noch einmal Pausenstark für eine besonders leckere Pause. Weiter geht's mit Ruhe und Kraft. Haben wir das erste Mal jetzt drin für die kleinen erholsamen Pausen im Alltag. Die sind wirklich ganz wichtig. Der Saft ist gemacht aus weißen Trauben, Apfel, Kirsch und Aronia und Holundersaft, Magnesiumcitrat und Vitamin B6.
Vitamin B6 ist wirklich unglaublich wichtig, sowieso immer, vor allem wenn man bestimmte Medikamente nimmt, wenn man Konzentrationsschwierigkeiten hat und so weiter oder überhaupt ein Vitaminkomplex, ein Vitamin B-Komplex. Hier habe ich nochmal das Original, Nummer 3, noch einmal lernstark. Wir haben hier noch morgenstark, für vitaminreichen Start in jeden Tag. Der wird gemacht aus. Der sieht ganz anders aus hinten. Aus Birnen, Apfel, Orangen, Passionsfruchtsaft, Bananen, Mango, Aprikosenmark, Ananassaft, Acerola-Mark, Guavenmark, Grapefruitsaft, Provitamin A, Vitamine B1, 2, 6 und 12, C, E und Niacin und Pantothenat, Unfolsäure und Biotin. Wow, also das ist wirklich ein Allrounder. Klingt wirklich, als wäre es der perfekte Start in den Tag. Hier haben wir nochmal Ruhe und Kraft. Noch einmal morgenstark. Noch einmal immunstark. Das ist dann jetzt das vierte. Morgenstark. Noch einmal Ruhe und Kraft. Sonderedition. Hier haben wir nochmal morgenstark. Jetzt haben wir drei Säfte viermal. Nämlich den Lernstark auch. Noch einmal Original. Und noch einmal pausenstark. Das ist die Nummer 3. Und das war's. Wir haben 24 Säfte. Also 4 mal 125 Milliliter, das sind so viel, kann ich natürlich aus dem Kopf nicht ausrechnen. Wir haben die meisten Säfte viermal, manche dreimal, manche zweimal. Dreimal haben wir den Ruhe- und Kraft-Tee, Saft. Außerdem haben wir dreimal Pausenstark, zweimal Sonderedition, viermal haben wir Morgenstark und das Original sowie auch Lernstark und Immunstark. Das waren die Säfte. Und ich finde, ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was der Wert des Kalenders ist, und was wir sozusagen gespart haben, indem wir den Kalender gekauft haben. Das werde ich euch jetzt mal hier einblenden. Ich finde aber an und für sich einfach die Idee, so einen Kalender zu schenken, einfach cool, weil man hat einfach was davon. Man hat was Gesundes gemacht. Man hat irgendwie so einen kleinen Snack, so was Kleines Besonderes, weil bei uns ist es nicht so, dass wir immer Säfte da haben oder so. Man macht was für seine Gesundheit, zumindest vorgeblich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Könnt ihr mir mal sagen, ob ihr vielleicht auch Erfahrungen damit habt? Und vor allem würde ich mich total freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr den Kalender findet, ob ihr schon mal gesehen habt, dass es so einen gibt. Ich finde die Idee einfach cool und ich freue mich auch schon, den weiter zu verschenken. Und jetzt alles wieder einzutüten und würde mich jetzt natürlich ganz doll freuen, wenn ihr dem Video ein Like da lasst und wenn ihr möchtet, das auch mit jemandem teilt. Die Katze macht komische Sachen. Wenn wir uns bei meinem nächsten Video wiedersehen, was auf jeden Fall in den nächsten Tagen kommt. Und bis dahin sage ich wie immer, bis bald. Bye bye.